Liebe Transteinerinnen und Transteiner, die Bilder aus der Ukraine machen uns alle fassungslos. Wir wollen deshalb als Stadt Transtein auch helfen und solidarisch sein mit der Ukraine. Gemeinsam mit dem Landratsamt sind wir in enger Abstimmung. Wir stimmen zurzeit ab, welche Liegenschaften, welche Gebäude wir für Flüchtlinge zur Verfügung stellen können. Wir wollen gemeinsam auch in den kommenden Tagen einen sondersozialen Tisch einberufen, um die Hilfsorganisationen zu koordinieren und die vielen Angebote aus der Bevölkerung, die wir von Ihnen bekommen, auch bestmöglich abzustimmen und zu koordinieren. Ich bin überwältigt und sehr dankbar von den vielen Angeboten, von den vielen Versprechungen, von der großen Solidarität in unserer Bevölkerung mit der Ukraine. Ich glaube, es ist auch dringend notwendig, ein Zeichen der Gemeinsamkeit mit unseren Freunden in der Ukraine zu senden und zu helfen, dort, wo jetzt die Hilfe bitter notwendig ist. Meine Haltung ist ganz klar: Dieser Angriffskrieg darf zu keinem Erfolg führen und wir müssen all das tun, was notwendig ist, um den Menschen, um den Familien, um den Frauen und Kindern, die in unser Land kommen, zu helfen. Bitte helfen Sie mit. Wir werden gemeinsam auch diese schwierige Situation in Europa bewältigen können.